Kristallkiste. Vom pfiffigen Mädchen. Ene, mene, miste, es happelt in der Kiste. Ene, mene, miste, es happelt in der Kiste. Machst du mal zu Hause Krach, fliegst du gleich eins auf das Dach. Willst du übern Rasen laufen, musst du dir ein Grundstück kaufen. Diese Mal im Treppenhaus, schmeiß dich gleich der Hauswart raus. Das ist schwer. Kannst du nicht mehr tragen, du alte Flasche? Ich hab Hunger. Los, komm, wir müssen weiter. Nein, ich hab noch Durst. Weiter! Das ist zu schwer! Hör auf zu jammern! Du jammerst wie ein Mädchen! Das ist schwer! Das ist richtige Männersache! Ja, richtige Männersache. Also brauchen Mädchen so etwas nicht machen? Nein, nein! Die sind zu schwach! Die können gar nicht tragen! Halt! Du kannst jetzt allein weitertragen! Hey! Was ist denn los? Ich bin jetzt ein Mädchen. Das ist schwer. Na? Ich kann nicht mehr. Alles ist schmutzig. Na und? Das ganze Rohr ist schmutzig. Zeig her. Schmutzig. Du bist doch ein Mädchen. Ja, ich bin ein Mädchen. Und ich kann nicht tragen. Aber Mädchen müssen putzen. Also mach das Rohr sauber. Ich ruhe mich so lange aus. Ich bin kein Mädchen, kann aber trotzdem putzen. Ja. Männer spielen nicht. Ich möchte aber auch spielen. Ich möchte spielen. Nein. Lass mich spielen! Männer jammern auch nicht. Ach Quatsch. Männer dürfen auch jammern. Männer können aber auch putzen. Und Männer können auch spielen. Und Mädchen können auch beim Tragen helfen. Oh.
Phew. Immer Röcke, haben lange Haare und spielen nur mit Puppen. Mädchen spielen immer mit der Eisenbahn. Hey, sie sind frech. Sie sind grob und machen immer alles kaputt. Jungs heulen immer. Jungs sind zimperlich, Jungs sind zimperlich. Und wenn etwas Spannendes los ist, verkriechen sie sich unter das Bett vor Schiss. Das ist doch alles nur Quatsch. Hä? Was? Na, ist doch alles umgekehrt. Wie? Die Mädchen sind zimperlich und weinen immer. Gar nicht, die Jungs. Nein, die Mädchen. Die Jungs. Die Mädchen. Die Jungs. Die Mädchen. Die Mädchen. Schnuff ist weg. Kommt her. Der Hund ist weg. Oh. Quatsch, das gibt's nicht. Schaut doch selber nach. Oh. Den hat einer gestohlen. Der ist entführt worden. Komm, los. Wir müssen ihn jetzt gleich suchen. Und du bleibst hier. Das ist nichts für Mädchen. Überhaupt, Mädchen sind doch Holzhusen. Ach die laufen ja vor jeder Maus davon. Nichts für Mädchen, hä? Mensch, da ist er, hinter dem Tor. Schieb doch das Tor auf. Puh, ganz einfach. Hey, Mann! Da! Mensch! Vorsicht! Eine Maus! Los! Schau, da ist eine Leiter. Pa, sowas brauchen doch bloß Mädchen. Pass auf, du.
Lachen kann jeder. Mach's erst mal besser. Achtung! Die sind wohl auf den Po gefallen. Oh, gut, du gehst jetzt da durch und ich schneide ihm außen herum den Weg ab. Nö, lass mich doch lieber außen herum gehen. Wieso denn? Fürchtest du dich etwa? Hey. Ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Da lang. Ey, da runter? Klar, ich zuerst. Warte doch. Ich komme nach. Was machst du denn da oben? Warte, ich komme. Wie gut, dass wir das Mädchen nicht mit haben. Die würde vielleicht Schiss haben. Hallo. Ja. Wo kommst du denn her? Hast du gar keine Angst hier? Angst? Nö, warum? Hey, schaut mal! Wo? Stellt euch aber beide an. Das kann doch jeder. Ich steig rauf. Gut, dass du dabei bist. Ha. Mädchen? Das merkt man doch. Wie denn? Wo denn? Na, du bist ein Mädchen, weil du ganz lange Haare hast. Ich kenne aber ein Mädchen, das hat ganz kurze Haare und ist trotzdem ein Mädchen. Na, dann merkt man es eben an den Augen. Jungs haben braune Augen und Mädchen blaue. Bäh! Und Jungs haben einen viel größeren Mund als Mädchen. Aua. Man merkt's nämlich beim Pinkeln. Jungs stehen,
und Mädchen sitzen. Gar nicht. Ich stehe auch beim Pinkeln. Das geht doch gar nicht. Du hast ja keinen Pimmel. Aber dafür habe ich eine Muschi. Das heißt ja gar nicht so. Meine Mutter sagt immer Scheide. Oder Schlitzchen. Oder Möse. Oder Pfläumchen. Oder Spalte. Ja, zu deinem, da sagt man auch Gurke. Meine Mutter sagt dazu immer Glied. Jo, oder Schwänzchen. Oder Gartenschlauch. Ja, oder Elefantenrüssel. Komisch. Was? Weil du eine Muschi hast, spielst du mit Puppen? Na doch. Jungs haben einen Pimmel und Jungs spielen mit der Eisenbahn. Ja, ich krieg ja nie eine Eisenbahn oder ein Auto, wenn ich eins will. Ist doch klar. Du bist ein Mädchen und Mädchen kriegen Puppen, weil später bist du eine Frau und Frauen kriegen Kinder und keine Autos. Na und? Ich will trotzdem mit Autos spielen. Warum denn? Puh, weil es eben Spaß macht. Willst du? Oh ja. Du, später werde ich mal Lokführer. Oh, und ich komme dann mit meinen Kindern und fahre in deinem Zug. Mhm. Und den Kindern erzählen wir dann? Die Mädchen sind dreckig, laut und faul und haben nur ein großes Maul. Die Jungs, die haben einen Stich, sind zickig, doof und zimperlich. Im Grunde ist das alles Mist, wir wollen, dass es anders ist. Komm, wir wollen zusammen spielen. Wer's nicht tut, hat einen Knall. Ob Junge oder Mädchen, ist dabei egal. Komm, wir wollen zusammen spielen. Wer's nicht tut, hat einen Knall. Ob Junge oder Mädchen, ist dabei egal. Klappt ja schon ganz gut. Du spielst ja wirklich gut. Da könntest du doch mal bei uns mitspielen. Da fehlt nämlich der Meier. Ohne den verlieren wir das Spiel, denn das Wichtige, dass dann übermorgen kommt. Da könntest du doch mitmachen. Das wäre ganz klasse. Aber wenn ich ein Mädchen mitbringe, ich weiß nicht, da werden sie mich auslachen. Das sind doch doofe Hühner. Kann doch jeder. Fußball spielen kann doch jeder. Das ist doch Bibi leicht. Wenn ich mich einfach als Buch verkleide, das wäre doch ganz klasse. Die merken nichts. Ach, die merken das doch. Nein, das sind doch doofe Hühner. Die werden bestimmt nichts merken. Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Ja, heute Abend bei den Eltern können wir es ja mal ausprobieren. Oh ja, wenn der Papa sagt, ich soll Bier holen. Und die Mama sagt, ich soll Geschirr abtrocknen. Das wäre ganz klasse. Und dann sagen sie nichts. Ich Mike. Und du spielst dann Martina. Oh ja, dann spiel ich dich und du spielst mich. So, seid ihr fertig? Ja. Ja. Ich werde jetzt das Geschirr spülen. Martina, du trocknest ab, weil das Kleine wickeln muss. Was gibt's denn heute im Fernsehen? Ach du, ich weiß es überhaupt nicht.
Trink doch bitte deinen Kakao aus. Mike, holst du mir noch ein paar Flaschen Bier aus dem Keller? Ja. Hast keine Angst im Dunkeln, ne? Nein. Bist ja auch ein Junge. Mensch, jetzt probieren wir es aus. Wir verkleiden uns. Danke, Mike. Das ging ja wie ein Blitz. Naja, Jungs kann man schon mal schicken. Jetzt aber Marsch in sämtliche Becken. Martina, morgen verkleiden wir uns wieder in San Chibi, den Kinderwagen. Dann tue ich unser Baby im Kinderwagen schieben und spiele ein ganz braves Mädchen. Und ich spiele ganz, ganz böses Buben und ärgere dich. Kannst du nicht Obacht geben? Bengel, Elendiger! Gille, 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 gille. Wichtiges Mädchen! Süßes Baby, bist du aber lieb, dass du dein Geschwisterchen spazieren führst. Pass doch auf, du Lümmel! Lass doch das Mädchen in Ruhe! Lassen Sie doch! Wir sind halt jung. Sie haben gar nichts gemerkt. Ob das morgen beim Fußballspiel auch so klappt, ich weiß nicht, hoffentlich. Wir verlieren doch ohne den Mike. Mensch, der Meier ist ja auch krank. Ah, da kommt er ja. Fang auf. Los, los. Beeil dich. Tag, Leute. Tag. Also ich habe euch wieder jemand mitgebracht. Ja, ist er. Martin Heise, da ist er. Oh, servus, Martin. Da kannst du dabei, Vertreter. Also, Sina, jetzt seid fertig zum Rennen. Ja. Schneller. Ging mir alles. Geht. Ja, prima.
Sieh dich recht. Du, warum ziehst du einen Rock an? Wieso bist du verrückt geworden? Der Martin spielt. Du bist doch ein Idiot, Martin im Weiberrock. Ich heiße doch gar nicht Martin, ich heiße doch Martina. Das ist doch meine Schwester. Mensch, so ein guter Linksaußer haben wir noch nie gehabt. Wieso soll eine Mädel nicht mit uns Fußball spielen? Na ja, du kannst bei uns bleiben. Ja. Beim nächsten Spiel spielen sie wieder mit, gell? Aber mit Zöpfen. Da wird aber die andere Mannschaft doof gucken. Mensch, die kommen mit den Mädels, die wollen mit den Mädels Fußball spielen. Mit den Mädels Fußball spielen? Hihi. Ah! Ja! Ja! Heute gewinnen wir aber hoch. Seid ihr jetzt noch am besten? Ja! Hehe.